Wenn sich die Nacht über die Havelstadt legt und das Wochenende zum Greifen nahe ist, ist es genau die richtige Zeit für die Afterwork-Sause in der Panoramabar inmitten der Brandenburger Innenstadt. Mit dem Stress der Woche ins Reine kommen und sich gelassen auf das Warm-up, aufs Party-Wochenende einlassen. Jeden Donnerstag bietet die Panoramabar dafür die perfekte Location. Passend dazu kann man dann auch gleich den Arbeitsstress mit Stil und ganz viel Geschmack genussvoll davonspülen. Ganz angesagt sind derzeit Cocktails. Für jeden Geschmacksnerv die richtige Note, auch für Panoramabar-Fans wie Anja-Marie Pasch. Ja, man hat sich schon auf einen so eingeschossen, aber man probiert auch mal was Neues. Aber im Großen und Ganzen sind alle sehr lecker. Ganz neu ist auch der Sierra Mango Margarita. Und schmeckt's? Er ist süß, aber man schmeckt den Alkohol trotzdem. Eine entspannte Atmosphäre und dazu eine Palette der leckersten Cocktails. Das perfekte Warm-up fürs anstehende Wochenende, aber nicht nur. Wie wär's denn mal mit einem Donnerstagsausflug in die Panoramabar als kleines individuelles Geschenk zum Valentinstag? Extra dafür hat Barmanager Oliver Rinkenbach auch schon das perfekte Cocktail-Mix-Duo im Petto. Thema war ja Valentinstag, nicht? Und habe ich überlegt, okay, es sollen auf jeden Fall starke Spirituosen sein. Da fand ich Tequila eine sehr gute Wahl. Habe ich als Basis für beide Cocktails genommen. Es sind sehr hochwertige Tequilas gewesen. Die gibt es so im Einzelhandel nicht zu kaufen. Vielleicht in Berlin im Spezialitätenhandel. Und mit Tequila verbindet man ja die eine oder andere Nacht. Und dachte mir, dass es eine gute Option ist in dem Fall. Tequila als Zauberelixier für einen vielversprechenden und unvergesslichen Valentinstag 2012. Warum nicht? Ein Versuch ist der Sierra Paloma Margarita auf jeden Fall wert. Und anschließend dann ab auf den Dancefloor zu den satten Beats. Die Panoramabar und ihr ganz eigener Donnerstagsflair haben seine Fans auf jeden Fall schon gefunden. In der Panoramabar, weil die Leute hier, die hier arbeiten, sind erstmal sehr freundlich. Ja, fühle mich wohl hier und zum Abschalten ist es ein schöner Ort zum Entspannen. Und wer keine Lust auf verliebte Zweisamkeit hat, der geht halt einfach mit Stil und Präzision einlochen oder lässt die Chefattacken der vergangenen Woche mit den Kollegen Revue passieren, wie auch immer. Donnerstag ist einfach für alle Leute, die arbeiten und Spaß haben an Party, genau der richtige Tag, um hier in die Panoramabar zu kommen. Wir bieten hier super Cocktails an, viele Longdrinks, wir haben geile Musik mit DJ Stylop hier und eine große Tanzfläche und wir haben keinen Pfand. Die Afterwork-Donnerstagsparty in der Panoramabar. Ob nun als Ausklang einer gestressten Arbeitswoche oder doch als der etwas andere Versuch, einen unvergesslichen Valentinstag zu zaubern, es ist eben genau das, was ihr daraus macht. Und ein kleiner Tipp, nicht zu lange arbeiten. Bis 21 Uhr gibt's alle Cocktails zum Vorteilspreis. Lohnt sich. Yeah, thank you, DJ.